zunächst mal um wirtschaftsethische Konzepte. Und bei den wirtschaftsethischen Konzepten gibt es, kann man drei unterscheiden. Also sagen wir mal so, fangen wir nochmal vielleicht mit dem, Sie erinnern sich, wir haben über die normative Grundlogik gesprochen. Das hatten wir mal hier erwähnt, normative Grundlogik. Fangen wir da vielleicht nochmal an. Was hat man da gesagt? Erinnern Sie sich? Normative Grundlogik? Ausgehend von den Werten, ne, was Unternehmensführung, was wir ganz am Anfang gesprochen haben. Werte, Value Added, Shareholder Value. Da habe ich gesagt, das ist ja, so eine normative Grundlogik, die wir da haben. Jetzt wollen wir das nochmal, also Sie sehen Grundlogik, da steckt was Analytisches drin. Das heißt, ich bringe Ihnen jetzt einen analytischen Ansatz in Bezug auf normatives Management, der aus meiner Sicht überzeugend ist und der dann natürlich auch alles Weitere tragen kann. Ja, ich will nicht selbst normativ vorgehen, sondern das muss so, sollte so nicht. Es ist aus meiner Sicht allerdings ein sehr programmatischer, zielführender Ansatz. Also normative Grundlogik einer, jetzt sagen wir mal, einer verantwortungsvollen ökonomischen Praxis. Darum geht es ja letztendlich. Einer verantwortungsvollen ökonomischen Praxis. Das sind Vorsteuerungsgrößen, dann letztendlich auch für die Wertschöpfung des Unternehmens, für die Unternehmenswertsteigerung und generell für die Wertschöpfung im Allgemeinen, im weiteren Sinne, für alle Beteiligten. So. Also normative Grundlage einer verantwortungsvollen ökonomischen Praxis. Und da gibt es jetzt einen Ansatz, den ich hier Ihnen vorstellen möchte. Und das ist der sogenannte Integrity Approach. Integrity Ansatz. Und neben dem Integrity Ansatz gibt es zugegebenerweise noch zwei weitere Konzepte, die so auch gegenübergestellt werden, die Sie ja dann aber in der Vorlesung, es gibt ja noch eine Vorlesung zum Thema Unternehmensethik, die werden Sie da ausführlich dann noch besprechen. Und zwar einen korrektiven wirtschaftsethischen Ansatz, korrektiver wirtschaftsethischer Ansatz. Korrektiver wirtschaftsethischer Ansatz. Und ein funktionalistischer wirtschaftsethischer Ansatz. Funktionalistischer. Wirtschaftsethischer Ansatz. Die will ich jetzt hier nicht weiter erörtern. Also es gibt im Prinzip drei wirtschaftsethische Ansätze. Das schreiben wir auch mal, das sollte ja ein kleines W sein. Es gibt im Prinzip drei wirtschaftsethische Ansätze. Einen korrektiven wirtschaftsethischen Ansatz, einen funktionalistischen wirtschaftsethischen Ansatz und einen sogenannten integrativen wirtschaftsethischen Ansatz, Integrity-Ansatz. So, bei dem korrektiven Ansatz geht es eben darum, naja, die Ökonomie, die müssen wir irgendwo korrigieren. Da gibt es ein negatives Marktgeschehen. Das muss korrigiert werden. Das schafft man durch Compliance zum Beispiel. Ja? Das schafft man durch Compliance, durch Gesetze, durch Institutionen. Das schafft man auch durch Anreizsysteme, durch Kontrollsysteme und so weiter. Ja? So. Korrektiv. Wir müssen korrektiv hier irgendwo eingreifen. Aber das schafft man im Wesentlichen eben durch Institutionen. Institutional. Korrigieren. Wenn man das Wirtschaftssystem, das verselbstständigt sich von alleine so gesehen, das verselbstständigt sich und insofern muss man das durch Institutionen korrigieren. Das ist im Prinzip so der Ansatz. So, und dann gibt es einen funktionalistischen wirtschaftsethischen Ansatz. Das ist ja natürlich so sehr instrumentell ausgerichtet. Ethik ja, sofern es wirtschaftlich nutzbringend ist. Ja. So, wenn man an Bioprämien denkt, naja, Zahlungsbereitschaft steigt da um 50%, dann bringt das was, so gesehen, ja. Bioprodukte,
Nicht? Und überhaupt, ja, wenn man jetzt entsprechend soziale Werte auch im Leitbild formuliert, dann schlägt sich das irgendwo positiv in dem Sinne nieder. Ansonsten haben wir da Probleme. Ja? Also VW, Abgas und so weiter, ja, nicht? Die haben die Wahrscheinlichkeit zu niedrig eingeschätzt, so gesehen, dass das irgendwie mal rauskommt. Aber Sie sehen, das ist so ein Kalkül dann, das ist jetzt mal negativ gesprochen, ja, das kommt schon, das kriegt keiner mit oder so, nicht? Insofern die Wahrscheinlichkeit niedrig, also es ist alles Kalkül. Insofern ist nur dann Ethik, nur dann ökologischer Ansatz, wenn es wirtschaftlich, ökonomisch nutzt. Das wäre so ein funktionalistischer Ansatz. Korrektiv. So, und dann gibt es jetzt noch so einen Integrity-Ansatz, für den ich plädieren würde, ja. Integrativer wirtschaftsethischer Ansatz. Und der basiert eben auf so einem, das ist ein analytischer Ansatz, der auf einer normativen Grundlogik basiert. So, und die stelle ich Ihnen kurz vor, das ist in 10 Minuten erledigt und dann haben Sie da, wie ich finde, ein sehr guten, gut besseres Verständnis in Bezug auf das Thema wertorientierte Unternehmensführung, was wir ja dann auch als nächstes behandeln wollen. Dann aber auch natürlich sehr methodisch ausgerichtet. Aber hoffentlich eben vor diesem Hintergrund bitte, oder das wäre meine Empfehlung, das vor diesem Hintergrund zu verstehen. Und zwar beziehe ich mich hier auf einen Autor, den Sie vielleicht kennen. Das ist Nida Rübelin aus München. Das ist ein Philosoph, der also neben Habermas und Sloterdijk der bekannteste deutsche Philosoph, Gegenwartsphilosoph ist, nicht? Und der ursprünglich von Hause aus Physiker ist und der sich sehr früh mit im Prinzip auch betriebswirtschaftlichen Fragestellungen beschäftigt hat, also theoretisch über Entscheidungstheorie viel geschrieben hat. Rational Choice, Entscheidungstheorie, Spieltheorie. Also das ist so im Prinzip der Hintergrund. Und der hat ein Buch geschrieben zum Thema Optimierungsfalle, da ist das auch nochmal alles schön formuliert, was ich Ihnen jetzt hier in der Kurzfassung vortrage. Optimierungsfalle. So, naja. So, und was sagt jetzt dieser Nida Rümelin? Es geht jetzt um diese normative Grundlegung. So, und er sagt erstmal, also ganz wichtig für ökonomisches Agieren, für ökonomische Praxis ist doch, dass erfolgreich kommuniziert wird. Was wären wir dann ohne Kommunikation? Also, wichtig für den Erfolg der ökonomischen Praxis ist die Kommunikation. So, dass erfolgreich kommuniziert wird. So. Also er hat 3 Begründungsstränge, die er im Prinzip vorträgt. Und der erste ist die Kommunikation. Also die Kommunikation. So. Erster Begründungsstrang. Kommunikation. Und er sagt im Prinzip, es gibt keine Kommunikation ohne Ethik. So. Immer vor dem Hintergrund Integrity-Ansatz, Integritätsansatz. Er sagt, es gibt keine Kommunikation ohne Ethik. Warum? So, erster Grund. Und jetzt nehmen Sie mal da den moralischen Klang raus. Wahrhaftigkeit. Das sind so ganz grundlegende Werte, die er jetzt hier vorträgt, und zwar 3. Und das sind die wesentlichen dann auch. Das ist Wahrhaftigkeit. So, bitte nehmen Sie jetzt mal wirklich den moralischen Klang raus und dann nehmen Sie es nur als logischen Befund. Wenn wir davon ausgehen würden oder ausgehen müssten, dass das, was wir sagen oder das, was die anderen sagen, nicht den eigenen Überzeugungen dieser Person entspricht und das zu einem hohen Anteil, dann würde die Kommunikation kollabieren. Ja? Wir müssen doch zu einem hohen Prozentsatz davon ausgehen, dass das, was wir sagen, den eigenen Überzeugungen entspricht. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann kollabiert Kommunikation. Das ist auf jeden Fall nicht mehr erfolgreich. So. Also ganz logisch jetzt. Nicht so nach so quasi als Pfarrer, ja, seid bitte wahrhaftig oder so, sondern einfach mal als logischen Befund hinnehmen. So.
Also wenn wir nicht, das sollte so sein in der Regel, ja, dass das, was wir sagen, den eigenen Überzeugungen entspricht. Und wir sollten auch diesbezüglich Vertrauen haben. Denn wenn wir das nicht haben, dann könnte, selbst wenn man da wahrhaftig ist, ja, müsste man trotzdem andere Regeln dann irgendwie einführen. Nicht? Wir haben das Vertrauen verloren. Dann müssen wir eben andere Regeln einführen, um zu überprüfen, ob das wirklich wahrheitlich ist. Manchmal hat man heutzutage so auch den Eindruck, nicht, dass das Vertrauen verloren gegangen ist. Also Vertrauen ist wichtig, komplementär. Und letztendlich drittens die Verlässlichkeit. Hier oben haben wir gesagt, geht es um Überzeugung. Ja. Und das ist übrigens auch gemeinsames Wissen in dem Sinne. Ja. Also hier geht es um Überzeugung. Und bei der Verlässlichkeit geht es dann natürlich noch um ja, die reale Umsetzung auch. Das bedeutet dann auch nochmal eine Anstrengung. Man kann Überzeugungen haben, die müssen aber dann auch real noch umgesetzt werden. Sonst ist man nicht verlässlich. Dann kollabiert auch Kommunikation. Das sind also im Prinzip diese drei Elemente, Faktoren, die so gesehen erfüllt sein müssen, sodass wir letztendlich eine erfolgreiche Kommunikation haben. Es besteht eben die Notwendigkeit der Wahrhaftigkeit. Also ich weiß, dass du weißt, dass ich wahrhaftig bin und du weißt, dass ich weiß, dass du wahrhaftig bist. Und das iterativ, das immer weiter so, ja, ins Unendliche. Dann haben wir eine funktionierende Kommunikation. Wenn nicht, kollabiert das Ganze. Das ist so der Ansatz. Ja. Also Wahrhaftigkeit ist so gesehen ein ja, analytisches Faktum so gesehen für den Erfolg von Kommunikation. Und wenn wir nun eben sagen, für den Erfolg eines Unternehmens ist eine erfolgreiche Kommunikation ganz wichtig, dann haben Sie so gesehen keinen Widerspruch zwischen dem Homo Ethicus und dem Homo Ökonomicus, beziehungsweise der Homo Ökonomicus, der würde eher dann an der Stelle vielleicht hier nicht immer die Wahrheit sagen oder nicht wahrhaftig sein. Und dann geht eben der Schuss nach hinten los. Das heißt, das widerspricht sich. Mit anderen Worten, was er sagt, die Ethik ist inhärent, also die Ökonomie ist ethisch strukturiert und zwar analytisch, inhärent. Das ist im Prinzip so die Idee, der Ansatz. Ja, ist nicht von außen quasi, sagt da irgendjemand was oder so, wir sollten uns so und so verhalten, sondern es ist quasi, das ist eben dieser Integrity-Ansatz, inhärent. Um überhaupt ökonomisch erfolgreich zu arbeiten, brauchen wir eine gute, erfolgreiche Kommunikation. Und Kommunikation ist inhärent ethisch strukturiert. Also gibt es da nicht. Also diese Ansätze jetzt korrektiv und so weiter, funktionalistisch, die tragen eben aus seiner Sicht, sind so gesehen nicht so gut an der Stelle. Ja? Also das ist der erste Begründungsstrang. Der zweite Punkt ist die Kooperation. So, also Unternehmen sind ja Veranstaltungen, sage ich mal, wo man zusammen was macht. Ja? Und kooperiert. Man findet sich zusammen, ja? Und kooperiert so gesehen. Und Kooperation heißt, dass man eben eine gemeinsame Praxis realisiert, wohl wissend, dass es eben auch sein kann, dass es individuell besser wäre, einer anderen Praxis zu folgen. Das ist Kooperation. Ja? Also das ist, er begründet das spieltheoretisch letztendlich. Sie wissen das Phänomen, nicht? Mit diesen Gefangenen-Dilemmata. Ja? Wenn man egoistisch sich verhalten würde, individuell Nutzen maximieren, das ist ja im Prinzip so der Ansatz, nicht? Adam Smith lässt grüßen. Ja? Individuell Nutzen maximieren führt zu einer maximalen Wohlfahrt. Und ich verweise da vielleicht auch auf diesen Film, vielleicht ist den noch so in Erinnerung, A Beautiful Mind, da gibt es ja diese super Szene da, wo Nash dann im Prinzip da feststellt, dass Adam Smith eben, also in dieser Bar, wo Adam Smith feststellt, dass wo Nash feststellt, dass Adam Smith nicht recht hatte,
ja, mit der individuellen Nutzenmaximierung, ja, sondern dass es eben darum geht, dass es für die Gruppe gut ist und individuell gut ist, beides. Und es kann eben sein, eben, und das ist eben Kooperation, dass man eben eine gemeinsame Praxis realisiert, das grundsätzlich bei Wohlwissen, dass es hier individuell besser wäre, einer anderen Praxis zu folgen. Das ist Kooperation. Wie gesagt, beim Gefangenen-Dilemmata, wenn Sie das noch so in Erinnerung haben, und man da rein rational vorgeht, dann hätte man am Ende viel, viel länger im Gefängnis zu sitzen. Nicht? Nämlich beide, je nachdem, wie viele Jahre da immer zugrunde gelegt werden, 4 Jahre, ansonsten nur 2 Jahre, wenn man kooperieren würde. Aber aufgrund der Logik, wenn Sie rational vorgehen würden, würden Sie immer dazu kommen, dann letztendlich, dass beide gestehen. Ja, das ist dieses Gefangenen-Dilemma da. Ja, auf das eben auch Nash dann rekurriert in dieser Szene. Können Sie sich auf YouTube nochmal anschauen, wenn Sie wollen. Das ist, da gibt es den Ausschnitt, kann man sich anschauen. Naja, also das ist das Thema Kooperation. Also quasi spieltheoretisch hier auch nochmal fundiert. Ja. Und letztendlich dann das Thema Gerechtigkeit. Das ist ein weiterer Begründungsstrang, den er hier anführt, und hier als Beispiel das sogenannte Ultimatum-Spiel, auch spieltheoretisch. Ultimatum-Spiel, empirisch fundiert so gesehen, auch mit der Kooperation, das ist alles empirisch fundiert. Ja. Ultimatum-Spiel, das ist ein ganz einfaches Spiel, kann man ganz einfach erklären. Also nehmen Sie an, es geht um einen Betrag von 1.000 Euro und der erste Akteur, es gibt 2 Spieler so gesehen, und der erste Spieler legt im Prinzip eine Aufteilung fest und der zweite Spieler kann akzeptieren oder auch nicht akzeptieren, diese Aufteilung. So, und wenn er jetzt natürlich ganz ökonomisch vorgehen würde, dann würde der den ersten Zug hat, sagen, naja, also wir sagen mal einfach, in 100er Schritten kann das aufgeteilt werden. Du bekommst 100 und ich bekomme 900. Ja, also immer in 100er Schritten. Es kann auch sein 800, 200, nicht 700, 300, 600, 400 und so. Ja. So, und der zweite Spieler, der hat jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder akzeptiert, bekommt die 100 Euro, oder er sagt, nee, dann bekommen beide nichts. So, ja. Das ist das Spiel. Also ein ganz einfaches Spiel. So. Was hat man jetzt empirisch festgestellt an der Stelle? Also zunächst mal, wenn man rein ökonomisch vorgeht, ein Homo economicus, der würde das immer akzeptieren, auch die 100. Also wenn Sie rein rational, sonst würde er ja verlieren, er würde die 100 Euro verlieren. Also wenn Sie rein rational vorgehen. So. Aber so ist es nicht. Die Praxis, die Befunde, die empirischen Befunde zeigen ein anderes Ergebnis. Ja? Das Ergebnis hier ist eben, das ist eben zurückzuführen darauf, dass wir Menschen eben auch ein Gerechtigkeitsempfinden haben, auch fair behandelt werden wollen. Und man hat eben festgestellt, wenn der mich so schlecht behandelt, dann kriegen wir halt eben beide nichts. Und das ist zu einem hohen Prozentsatz festgestellt worden. Ja? Also es ist natürlich so, also was so praktisch festgestellt worden ist letztendlich, da wird gesagt, naja, der hat einen Machtvorteil so gesehen, 60-40 akzeptiere ich noch, aber 70-30, 80-20 das nicht mehr. So ist ungefähr das empirische Ergebnis. Bitte? Wer hat einen Machtvorteil? Der zuerst entscheidet, der hat einen Machtvorteil. Das wird auch akzeptiert so gesehen, deswegen also der empirische Befund ist, dass ab einem bestimmten Schwellenwert dann gesagt wird, nee, also das mache ich jetzt nicht mehr mit, jetzt reicht's mir. Also 60-40 wird noch akzeptiert, 70-30 auch noch, aber dann wird abgelehnt. So. Auf jeden Fall, was damit rüberkommt an der Stelle, ist, dass es wichtig ist, für den ökonomischen Erfolg auch das Thema Gerechtigkeit und Fairness. Das ist eigentlich die Botschaft. Weil wir uns eben so sehen und so. Ne? Ohne Gerechtigkeit, mit anderen Worten, ohne Gerechtigkeit kein ökonomischer Erfolg. Ohne Kooperation kein ökonomischer Erfolg und ohne Kommunikation kein ökonomischer Erfolg. Das ist im Prinzip der Ansatz, das ist der Integrity-Ansatz, wenn Sie so wollen.
analytisch, empirisch, spieltheoretisch, ethisch, transzendental begründet über die Kommunikation. Das ist im Prinzip der Ansatz, in der Kurzfassung vorgestellt. Okay? Also wir haben hier eine inhärente ethische Strukturierung ökonomischer Praxis. Normative Grundlogik der ökonomischen Praxis. Und wir sollten die Akteure, die da aktiv sind, in diesem Sinne auch moralisch ernst nehmen, dass sie als verantwortliche Akteure gerade stehen für das, was sie tun, die auch wissen, dass es Regeln gibt, siehe das mit dem Ultimatum, Gerechtigkeit und so weiter, dass es Regeln gibt, die eine verantwortungsvolle Praxis eben ausmachen und in dem Sinne dann auch agieren. Und nicht die Akteure, und jetzt ein bisschen muss ich leider sagen, es gibt ja auch einen Studiengang Compliance, muss man so ein bisschen aufpassen, so schlimm ist es nicht, aber nicht so im Sinne von to compliant Folgeleisten, alles gesetzlich, institutionell begründen. Komplementär kann man, ist das wichtig und sinnvoll, aber grundsätzlich sollten wir mit diesen Themen Wahrhaftigkeit, Vertrauen, Verlässlichkeit so verantwortungsvoll umgehen, weil wir uns so sehen und nicht, weil da irgendwelche Gesetze, weil es da irgendwelche Gesetze gibt oder Institutionen gibt. Das ist im Prinzip so der Ansatz, der Integrity-Ansatz. Man sollte darauf vertrauen, auf die Selbststeuerung, auf die moralische Selbststeuerung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das auch befördern. Und das ist im Prinzip dieser Integrity-Ansatz, den man auch so einen Compliance-Ansatz dann gegenüberstellen kann. Man kann das auch komplementär betrachten und die Übergänge sind natürlich auch fließend, zumal wir ja auch gerade oben jetzt schon von Checks gesprochen haben, nicht? Soll-Ist-Abweichung, ja? Und wenn man das natürlich tut, dann geht das schon so Richtung wieder Compliance im Sinne von Kontrolle, aber hier muss man eben ein anderes Verständnis von Kontrolle haben. Grundsätzlich glaube ich, aus meiner Sicht jedenfalls, ist die grundlegende Zielsetzung eben, sollte so sein, dass man eine moralische Selbststeuerung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen erreicht, beziehungsweise die Aufklärung in dem Sinne darstellt. Und nicht, dass man so die Zielsetzung hat, naja, wir erstellen externe Verhaltensstandards auf, die man auch mit Gesetzen und entsprechenden Grundsätzen eben herstellt. Und das wird dann eben durch Überwachung, Kontrolle und Bestrafung, durch Anreizsysteme und so weiter letztendlich sichergestellt, dass das dann auch im Sinne so eintritt. Nicht so nach dem Motto, der Mensch ist nur nach materiellen Eigennutz darauf ausgerichtet, muss extrinsisch motiviert werden. Das ist aus meiner Sicht eben, wir sind eben, ich würde sagen, jetzt hier auf dieser Grundlage soziale Wesen, die natürlich von Eigeninteresse, aber auch von Idealen und Werten und Vorbildern geprägt sind. Und das sollte man in dem Sinne auch ernst nehmen. Und das ist letztendlich das, was mit diesem Integrity-Ansatz verfolgt wird.